Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 2. August 2023. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das Wiederauftauchen eines Themas ein sicheres Zeichen für eure Entwicklung sein kann. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, woher weiß ich, dass ein Thema aufgrund meines Wachstums wieder auftaucht oder weil ich irgendwie blockiert bin und etwas übersehe oder verpasse? Es ist ganz einfach, den Unterschied zu erkennen, wenn ihr in einem Thema blockiert seid oder Wachstumsmöglichkeiten überseht oder verpasst, werdet ihr euch recht stark angetriggert fühlen, da eure Seele versuchte und versucht, eure Aufmerksamkeit darauf zu lenken, war das Thema wahrscheinlich seit längerem eine Art konstante oder feste Größe. Vielleicht habt ihr noch immer dieselben Gedanken, die ihr immer schon dazu hattet, oder ihr weigert euch, es überhaupt anzuschauen. Wenn ihr innerhalb eines Themas Wachstum erfahren habt, werdet ihr eine Zeit lang eine Pause von diesem Thema gemacht haben. Wenn es wieder auftaucht, wird es euch emotional weniger belasten. Ihr werdet in der Lage sein, es mit Neugierde zu betrachten und dort etwas Neues sehen, das ihr vorher nicht sehen konntet. Im Allgemeinen wird es jedes Mal, wenn ein Thema wieder auftaucht, einfacher und leichter, es zu betrachten. Das liegt daran, dass ihr die Kontrolle über das Thema erlangt und euch ihm gegenüber nicht mehr machtlos fühlt. Die ersten Male, in denen ihr wirklich bereit seid, es zu erkunden, sind oft die schwierigsten, aber die ersten Schritte sind auch die kraftvollsten, weil ihr euch eure Macht zurückholt. Wir wissen zwar, dass es nie Spaß macht, euch mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, es ist jedoch noch schmerzhafter, euch ihnen gegenüber machtlos zu fühlen und zu versuchen, in einem Zustand der Bewusstlosigkeit zu verbleiben. Die Angst davor, euch mit eurem Thema zu befassen, ist oft schlimmer, als es tatsächlich zu tun. Deshalb ermutigen wir euch, mit der Erkundung in kleinen Schritten zu beginnen, in der Gewissheit, dass eure Geistführer, eure Engel und euer höchstes Selbst euch bei jedem Schritt liebevoll zur Seite stehen werden. Es ist eine Arbeit, über die ihr froh sein werdet, denn sie wird euch jedes Mal, wenn das Thema auftaucht, zu größerem Frieden führen, bis es für euch keine Belastung mehr darstellt. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich hatte ja gestern darüber gesprochen, dass der Text und vor allem der Anfang des Textes auf die Menschen zutrifft, die schon Schattenarbeit erledigt haben. Wenn es darum geht, warum ein Thema wieder auftaucht, obwohl man ja damit eigentlich schon durch war oder zumindest gedacht hat, dass man damit durch ist. Und ich habe klugerweise, sonst hätte ich wieder das Problem gehabt, dass ich vielleicht gestern schon über etwas gesprochen habe, was heute dann dran ist, eben auch initiiert durch den Text, dieses Thema ein bisschen aufgeschoben. Woran erkennt man denn, wann man eigentlich durch ist und sich ein Thema nur wieder zeigt, aus den Gründen, die wir gestern besprochen haben? Und tatsächlich geht es dabei um die Heftigkeit des Triggers. Besser gesagt, wie sehr ihr euch triggern lasst, wie stark emotional ihr berührt werdet von einem Thema. Und ich denke, wir waren alle schon mal aufbrausend, wir waren alle schon mal rasend wütend und wir müssen das anderen nicht unbedingt gezeigt haben. Darum geht es gar nicht. Es geht um die innere Aufruhr, die ausgelöst wurde und ob sie sich wieder schnell beruhigt oder ob es ganz lange in uns arbeitet. Und wie es hier auch weiterhin gut erklärt wird, ist auch ein Kriterium, ob das Thema
immer und wieder in unserem Leben auftaucht. Ob es eine Beständigkeit gibt, dieser Art von Trigger, und wir sozusagen keine Pause von diesem Thema bekommen, weil genau darum geht es. Wenn es jetzt unsere Aufgabe ist, diese Dinge zu erledigen, diese Arbeit zu machen, dann wird das deutlicher und deutlicher und noch deutlicher und wir können uns dem gar nicht mehr verschließen. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst und unser Leben reflektieren, dann wissen wir genau, worum es geht und wir wissen auch, dass wir uns eben noch nicht getraut haben, dieses Thema anzugehen. Und natürlich haben wir, das ist das Gemeine daran, auch in gewisser Weise gelernt, damit umzugehen. Das heißt, wir haben falsche Glaubenssätze gebildet und natürlich war dafür hauptverantwortlich unser Ego, die uns erlauben, dieses Thema in unserem Leben zu wissen und uns daran nicht die Schuld zu geben, sondern die Schuld nach außen zu verschieben, auf andere Menschen oder auf die Struktur und diese böse 3D-Welt und so weiter und so fort. Ja, und natürlich auch auf die Umstände, das kommt noch gerade rein, was häufig super gute Ausreden sind, um etwas nicht zu machen oder um etwas zu akzeptieren als unveränderlich. Und jetzt gehe ich mal auf ein Beispiel, das kommt gerade rein und ich denke, dass damit viele noch zu tun haben mit dem Thema Fülle. Das heißt, häufig haben wir nicht genug finanzielle Mittel auch, das ist ja das, was wir zuerst mit Fülle verbinden, um uns unsere Wünsche zu erfüllen und natürlich auch unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und unsere Wünsche, da gehe ich jetzt mal ein bisschen drauf ein, das sollten schon Herzenswünsche sein. Ich habe schon häufiger darüber gesprochen, dass es einen Unterschied macht, ob man sich diese 3D-Fülle wünscht, was erstmal auch nicht schlecht ist per se, aber die Gründe sind häufig eben zweifelhaft zumindest. Man möchte Sicherheit, vielleicht möchte man auch noch glänzen im Außen. All das sind keine guten Gründe, um mehr Fülle, finanzielle Fülle in seinem Leben haben zu wollen. Und wenn man aber darüber hinausgewachsen ist und dennoch feststellt, dass man für einen echten Herzenswunsch auch finanzielle Mittel braucht, um vielleicht eine Praxis zu eröffnen, sich ein Musikinstrument zu kaufen und so weiter und so fort, um seine Kunst ausleben zu können. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wo es vielleicht am Geld mangelt. Aber erstmal stellen wir fest, gut, wir haben mit der Fülle, was die Finanzen angeht, ein Problemchen oder sogar ein ausgewachsenes Problem. Die falschen Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir dieses Problem aufrechterhalten, die sind uns eigentlich relativ gut bekannt, ohne Fleiß kein Preis zum Beispiel. Oder wir sagen uns, ja, wir waren nicht fleißig in der Schule, haben deswegen keinen hohen Bildungsabschluss und können deswegen keine gut bezahlten Jobs annehmen. Oder wir denken, man müsste reich geboren sein, um auch wirklich reich zu sein. Und das ist ein Vorteil, das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass es ein paar Menschen gibt, die sich nie viel Gedanken ums Geld machen mussten. Und dann kommt man vielleicht schon einen Schritt weiter und sagt sich, ja, also durch Arbeit kann man gar nicht reich werden. Das geht gar nicht. Da muss man so viel Steuern zahlen und die Miete ist zu teuer und so weiter und so fort. Also in Wirklichkeit kann man sich Geld auch gar nicht erarbeiten. Und dann kommt vielleicht noch obendrauf, ja, über allem thront dann der Glaubenssatz, dass nur schlechte Menschen viel Geld haben. Ja, das sind natürlich Glaubenssätze, die helfen nicht besonders, finanzielle Fülle zu erreichen. Und vielleicht ein Vorschlag, vielleicht denkt ihr mal über finanzielle Unabhängigkeit nach oder über finanzielle Freiheit. Und ihr merkt schon, das Gemeine an diesen Glaubenssätzen ist, dass man sie mit Wahrheiten verwechselt und sie als gegeben hinnimmt und sie nie wieder in Frage stellt. Was die meisten falschen Glaubenssätze verbindet, ist die verstandesmäßige Konstruktion, wie man an Geld kommt. Und dann natürlich die Erklärung, warum das für einen selbst nicht klappen kann. Aber echte Wunder vermutet man nicht bei diesem Thema. So nach dem Motto, man geht vor die Tür, da liegt ein Briefumschlag und da liegen 300.000 Euro drin. Halten wir alles für nicht möglich. Und wenn wir es für möglich halten würden, würden wir vielleicht einen Spielfilm darüber drehen
und wir hätten sofort ein paar kritische Gedanken dazu. So nach dem Motto, egal wer das Geld dorthin gelegt hat, es kann nicht für mich bestimmt sein. Oder die Dunklen wollen mich bezahlen, die wissen, dass ich ein Lichtarbeiter bin und jetzt bestechen sie mich und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Oder, ja, demnächst wird wohl sich jemand bei mir melden und mir sagen, was er für das Geld haben möchte. Oder, das hat jemand verloren, das muss ich sofort wieder hergeben. Ja? Wobei das gar keine schlechte Idee ist, dass man vielleicht ehrlich ist. Aber nehmen wir mal an, da steht wirklich euer Name drauf, ja? Für Wolfgang. 300.000 Euro. Vor der Haustür. Alles klar, ja? Und ihr sagt, ja, jetzt spinnt er. Und genau das ist es aber. Denn ihr schließt gedanklich unfassbar viele Lösungen aus, weil ihr sie euch gar nicht vorstellen könnt. Das ist ja wirklich nur ein Beispiel. Ich habe aus Spaß immer gesagt, wenn wir diese Twitch-Runden gemacht haben, wo einem dann Zuschauer Geld spenden können, also auch live, ja, jetzt kommt dann mal irgendwann der Scheich vorbei und lässt dir mal ein paar Millionen liegen. Und alleine als Vision solche Dinge zuzulassen und sie nicht als Träumerei und als unrealistisch abzutun, hilft schon dabei, euch neue Möglichkeiten zu schaffen, euch eine Erlaubnis zu geben, auch durch andere Wege an Geld zu kommen, als die, die ihr euch vorstellen könnt. Oft spricht die geistige Welt ja davon, dass wir Wunder erwarten sollen, dass wir größer denken sollen, dass wir uns nicht einschränken sollen. Und bei dem ganz konkreten Beispiel könnt ihr sehen, wie wir oftmals uns selbst Möglichkeiten kaputt machen oder uns neuen Möglichkeiten gegenüber verschließen. Eine andere Taktik, die dann oft gefahren wird, bedeutet einfach, dass man sagt, gut, so viel Geld habe ich komme damit gut zurecht. Ich komme damit klar. Jetzt überlegt euch einfach nur mal, wie es ist, wenn ihr euch komplett bio-vegan ernährt. Das ist sauteuer. Wenn ihr eine Familie habt, ist das noch viel teurer. Die Bio-Abteilungen in den Supermärkten sind fast schon die VIP-Zonen der Ernährung. Unglaublich. Aber was passiert, wenn man sagt, gut, ich habe so viel Geld, ich komme damit zurecht, ich brauche nicht so viel Geld. Was bestellt man damit beim Universum? Genau, man sagt dem Universum, ich brauche nicht mehr Geld. Und jetzt kommen wir zu spirituellen Dingen, die man tun kann, um mehr Geld in sein Leben zu ziehen. Also einerseits die Glaubenssätze zu enttarnen und sie zu verändern, gerade das Verhältnis zum Geld zu verändern, es nicht als das Böse in der Welt zu sehen, sondern ihm Licht zu schenken, vor allem dem eigenen Geld viel Licht zu schenken, um diese Einstellung auch einfach zu ändern und zu verstehen, dass Geld, obwohl es auch einen Aspekt hat, den ich ja gar nicht verleugnen will, vor allem Energie ist und ein Geschenk auch des Universums an euch, damit ihr in der Welt, in der wir jetzt noch leben, zurechtkommt. Und jetzt kann man sich so ein paar Fragen stellen, wie sehr man dieses Thema denn schon angegangen ist. Hat man denn schon Gelübde, Armutsgelübde aus früheren Leben, die sehr wahrscheinlich das ein oder andere Mal abgelegt worden sind, denn widerrufen? Und deutlich widerrufen? Oder hat man denn schon um mehr Geld gebetet? Oder kommt dann so das Gefühl auf, ah, das ist irgendwie eklig, um Geld zu beten, ja? Man sollte um schönere Dinge bitten, um Frieden, Freude, Fülle. Ja klar, bittet man um Fülle, aber insgeheim sagt man sich, ja, so mit Geld hat es jetzt nicht so viel zu tun. Die göttliche Fülle ist alles andere, nur kein Geld. Und auch diese Einstellung ist wieder ein falscher Glaubenssatz und darf aufgelöst werden. Und oft ist Geld auch ein Umweg. Das vergisst man ganz gerne, weil man wieder verstandesmäßig sagt, gut, wenn ich mir ein Haus kaufen will, brauche ich dafür Geld. Warum wünscht man sich nicht das Haus? Warum wünscht man sich das Geld? Nur als Beispiel. Und bei Geld kann man auch ein bisschen darauf achten, ist denn mein Geld, das ich jetzt zur Verfügung habe, auch im Fluss? Oder horte ich es und hoffe, dass ich mehr habe, um im Endeffekt mir potenziell Dinge leisten zu können,
die ich aber mir gar nicht kaufen würde. Und das Geld ist eigentlich nur dazu da, um mich zu beruhigen und mich in Sicherheit zu wiegen. Also sorge ich dafür, dass mein Geld auch unter die Leute kommt, sozusagen. Und vielleicht kann ich damit auch das ein oder andere Gute tun, ohne alles herzugeben. Also nicht Märtyrertum, sondern einfach ein bisschen von dem, was ich habe, auch abzugeben, um anderen zu helfen, ohne dadurch arm zu werden. Und vielleicht setze ich auch falsche Prioritäten. Ich finde gerade die Lebensqualität, das hat auch ganz viel mit der Qualität der Lebensmittel zu tun, die man kauft, konsumiert, verbraucht, verwendet, um auch wieder dem Universum zu zeigen, dass man sich etwas Gutes tut mit dem Geld, das man zur Verfügung hat und seine Prioritäten eher auf die eigene Gesundheit richtet, als auf etwas mehr Geld auf dem Konto. Und wie gesagt, das Beispiel Geld habe ich jetzt nur gewählt, weil es so viele betrifft von uns und weil es oftmals wiederkehrt und wiederkehrt und wiederkehrt und wir in gewisser Weise es ignorieren und oder auf schlechte Art und Weise akzeptieren, dass es so ist und so bleibt. Also wir die Flinte sozusagen ins Korn geschmissen haben. Und bei Flinten ist das zwar keine schlechte Idee, sagt der Veganer, aber ihr wisst, was ich meine. Und was ich noch sagen soll, was ihr nicht braucht, ihr müsst keinen Kurs buchen, ihr müsst euch keine Bücher kaufen, wobei, ja, Bücher sind harmloser, weil ihr da nicht in einer Abo-Falle landet. Und ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass ihr alles über das Geld manifestieren wisst. Ihr wisst alles. Ihr habt von allem schon mal gehört, was möglich ist, was man machen kann und ihr müsst darüber hinaus nichts machen und in die Wege leiten. Aber ihr wisst eine ganze Menge. Ihr könnt ganz viel tun. Zum Beispiel die Affirmation, ich bin in der bedingungslosen finanziellen Freiheit. Und was ich so gut finde an den Affirmationen, gerade an den Ich-Bin-Affirmationen ist, man kann sagen, ich bin die Fülle. Und das ist genau das, was wir sind. Wir müssen erkennen, dass wir viel mehr sind als unser Körper und unsere paar Weisheiten und Wahrheiten und Glaubenssätze, die wir uns zurechtgelegt haben, sondern wir sind die Quelle. Und dadurch sind wir die Fülle. Und macht es Sinn, dass die Fülle auf der Erde in einem menschlichen Körper kein Geld hat? Ich glaube nicht. Aber ihr müsst gedanklich loslassen, dass es nicht so ist und wirklich das Bewusstsein dafür erreichen, dass es so ist. Es reicht nicht, das nur intellektuell zu verstehen. Ich habe euch ja schon öfter mal erzählt, wie das 2018 bei mir war, als ich wirklich gar kein Geld hatte und sogar schon eine Monatsmiete hier schuldig war und mein Konto gepfändet war und so weiter und so fort. Und es mir da wirklich nicht gut ging. Und ich hatte vor dieser Geschichte unglaublich Angst, genau davor. Und dann war es soweit und es war in gewisser Weise wie eine Erlösung, weil ich gemerkt habe, dass ich längst genug Glauben und Vertrauen entwickelt habe in mir, dass ich diese Situation mit einem Lächeln auf den Lippen überstehe. Und dann ging es nach und nach, wurde es besser. Zwar nicht auf einmal gut, aber es wurde besser und 2020 ist es dann quasi explodiert. Und zwar nicht, ihr wisst ja, wie ich mein Geld verdiene, tatsächlich über die Spenden hier im Kanal. Aber es war eben nicht so, dass ich auf einmal mehr gespendet bekommen habe von mehr Menschen. Nein, sondern es waren auf einmal Großspender, die mir eine ganz andere finanzielle Freiheit geschenkt haben, die ich heute noch erleben darf. Also komplett unerwartet und wirklich unglaublich großzügig. Denn mein Kanal ist nicht so groß, dass ich so viele Menschen erreiche, dass ich von monatlichen Spenden leben kann. Da bin ich super dankbar und das hilft natürlich unglaublich. Aber dass ich ein 2018-Desaster nicht mehr erlebt habe, das liegt daran, dass sehr wenige Spenden unglaublich großzügig waren. Und das war jedes Mal wie ein Wunder für mich. Und dieses Thema finanzielle Fülle kehrt auch immer wieder mal in mein Leben zurück,
aber nicht mehr mit dieser Gewalt, wie es damals war. Und ich hatte auch eine längere Pause. Unter anderem habe ich mir dann ja auch einen neuen Computer gekauft. Und es war auch wichtig, weil beim alten ist dann wirklich das Mainboard abgeraucht und der hat den Geist aufgegeben, hat aber lange durchgehalten. Also bin ich auch sehr dankbar. Und wer ein bisschen Ahnung von Computern hat, der weiß, dass das dann schon eine größere Investition ist. Und dass ich mir das vor 2 Jahren circa gegönnt habe, hat bewiesen, dass ich wirklich unglaublich im Vertrauen bin, dass nicht gleich wieder eine finanzielle Katastrophe über mich hineinbricht. Jetzt momentan ist es wieder so ein bisschen da, das Thema. Also ich könnte mir gerade nicht vorstellen, so viel Geld zu investieren. Aber ich bin auch im Glauben und Vertrauen, dass wenn ich etwas brauche, dass ich es auch bekomme. Und wie es hier gesagt wird, das liegt daran, dass ich die Kontrolle über das Thema erlangt habe und ich mich ihm gegenüber nicht mehr machtlos fühle. Und das war damals so. Das hat sich aufgebaut 2016, 2017, bis es 2018 eskaliert ist. Ich hatte aber schon das Bewusstsein, mit dem Thema sehr gut umzugehen. Und das weiß ich jetzt. Das hat es gebracht, dass ich keine Angst mehr habe. Und ich lese jetzt einfach nochmal vor. Die ersten Male, in denen ihr wirklich bereit seid, es zu erkunden, das Thema, sind oft die schwierigsten. Aber die ersten Schritte sind auch die kraftvollsten, weil ihr euch eure Macht zurückholt. Wir wissen zwar, dass es nie Spaß macht, euch mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, es ist jedoch noch schmerzhafter, euch ihnen gegenüber machtlos zu fühlen und zu versuchen, in einem Zustand der Bewusstlosigkeit zu verbleiben. Genau das beschreibt meine Situation von damals und wie ich sie lösen konnte. Und das beschreibt auch mein Gefühl, wenn ich mir jetzt noch ab und zu kleinere Sorgen mache wegen Geld, dann hat das nie wieder diese Kraft von damals und auch unter anderem deswegen muss die Erfahrung auch nicht mehr so dramatisch sein. Ich habe das schon erlebt. Es ist nicht mehr notwendig, dass meine Seele mir diese Erfahrung noch einmal schenkt in der gleichen Heftigkeit. Die Angst davor, uns mit diesen Themen zu befassen, ist oft schlimmer, als es tatsächlich zu tun. Wahrer kann kein Satz sein. Deshalb, ich lese weiter, ermutigen wir euch, mit der Erkundung in kleinen Schritten zu beginnen, in der Gewissheit, dass eure Geistführer, eure Engel und euer höchstes Selbst euch bei jedem Schritt liebevoll zur Seite stehen werden. Und ich habe mich damals unglaublich gut geschützt gefühlt. Ich habe euch schon häufig davon berichtet, dass ich dann den Euro im Einkaufswagen gefunden habe und mir dadurch ein bisschen mehr zu essen kaufen konnte. Oder ich habe in der Wohnung Geld gefunden. Das kam auch vor. Ja? Ich habe es natürlich dann zum Teil auch gesucht. Ja, aber diese Arbeit an diesem Thema, über die wir wirklich sehr froh sein werden, denn sie wird uns jedes Mal, wenn das Thema auftaucht, zu größerem Frieden führen, bis es überhaupt keine Belastung mehr darstellt. Und das wünsche ich uns bei jedem Thema in unserem Leben. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen, haut rein, bis dann, ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.